Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und ich habe die Führung jetzt mal gewechselt. Pion-Dragi nach vorne, Sumpex hinten, Togekiss hinten. Ich gebe Togekiss jetzt noch eine Chance. Und ab morgen gibt es wieder neues Team. Mehr Zuschauern ein schönes Team vorgeschlagen. Das will ich dann mal ausprobieren. Mal gucken. No Day for Pay. Cooler Name. Ja, okay, die Führung ist spitze. Die Führung ist richtig spitze. Boah, Valraiser hinten. Na, da macht er nur einen Eisbär. Kann ich auch auf zwei Knirscher aufbauen. So, Knirscher 1. Und wir gehen in Sumpex. Schilden nicht erstmal. Leider hat Pion 3 schon viel Schaden gefressen. Aber gut. Wir müssen das bei Reise wegkriegen. Okay, das war einfach. Das war echt recht einfach. So. So, nächste Aquao bitte. Ich glaube, runterfahren kann er nicht, oder? Kann er das? Bitte nicht. Ich hoffe, dass ich den überlebe. Er geht auf Spukball. Ja, überlebe ich. Und dann kommt es darauf an, was hinten ist. Wir gehen gleich rüber. Och komm, nicht dieses Vieh schon wieder. Ja. Wird er auf Lugekanonade gehen? Nein. So, das nächste alles werde ich schilden müssen. Ja, jetzt alles schilden. Das Problem ist, er kann vielleicht auf zwei Attacken aufbauen. Ja, ich muss schilden. Hoffentlich kriege ich noch einen Charme durch. Ja. Jetzt liegt es an Pionragi. So. Okay, wir gehen gleichzeitig down. Okay. Kann ich auch mitleben. Damals wenigstens noch vernünftig runterspielen können. Ja, doch, da hat Togekiss doch noch gute Leistung gezeigt. Gegen einen Glurak. Ja, so ein Sumpex hätte ich gebraucht. Leider war da ein Valraiser, was nicht so schön war. Aber ja, immerhin unentschieden. Und das kann bei ein, zwei, drei Punkte geben. So, gegen Hugo Boa. Pionragi gegen. Boah, das Vieh schon wieder. Ich werde nicht chillen.
Ja. Komm, mach deinen komischen Meteorstrahl, ist mir jetzt egal. Mach da sogar, okay. Knirscher kommt. Der Klingschütte, Mann. Dann gehen wir hier rein. Schön auch nicht. So, das ist bestimmt zwei Meteorologen ready. Tut auch schon weh. Er fängt auch noch ab. Und 1, 2, 3, 4, rüber. Haben uns die Aquahupitz wiedergeholt. Ja, mach deine Attacken, das ist mir egal. Du hast sogar Steinkante, das gibt's doch nicht. Genau deswegen schäle ich nicht. Ah, du setzt ein, das ist perfekt. Das ist sogar perfekt. Holen wir uns extra Energie. Aquaobitze. Ja, ich glaube nicht, dass wir den Kampf hier noch gewinnen, aber mal gucken. Er lässt drauf gehen, ja. Ja, komm schon. Hard Counter City. Hard Counter City, eindeutig. Einfach Doppelpflanze hinten. In welcher Welt spielt man Doppelpflanze hinten hier in der Überliga? Es gibt keine Glurax. Es gibt einfach keine Glurax. Aber kein Wunder, dass er dann mit Viridium Steinkante hat. Das ist dann natürlich verständlich. Das kann ich dann sogar nachvollziehen. Das ergibt dann auch Sinn, dass er darauf Steinkante spielt. So, mal gucken. Na, ein eigenes Glurak hinten wäre gar nicht mal so schlecht. Okay, Gegner haben wir nicht gefunden. Na, den Meteorstrahl hätte ich auch versuchen können, irgendwie abzufangen. Dann wäre er auf Sumpex gegangen, er hätte rauswechseln müssen. Pion Draghi gegen Dragoran. Oh, da hätte ich jetzt Togekiss gerne vorne, ne? So, wir machen aber den Knirscher. Der Knirscher sollte schon wehtun. Er schädelt gleich. Okay. Oh, rüber. Ich werde Togekiss gleich nicht schilden. Nein, ergibt keinen Sinn zu schilden. Okay. Naja, kommt schon wieder mit Dragoran rein. Okay, man sieht Dragoran nicht. Wird jetzt auch einmal schilden. Och, dieses blöde Viech.
Aber der Knirscher geht jetzt durch, ne? Was Schönes. Oh, herrlich. Next Knirscher. So, was kommt rein? Dragoran weg, okay. Kapukime, och nö. Ja, ich glaube, das ist verloren. Er braucht nur einen mondgeweihten Surfer. Ja. Ich setze jetzt trotzdem Erdbeben ein. Natürlich Kapukimi hinten. Okay. Erdbeben reicht nicht mal. Ja, da kann er gleich gemütlich aufs Mondgeweih gehen. Ja, den Surfer überlebe ich leider nicht mehr. Ärgerlich. Beziehungsweise Mondgeweiht, ja. Ja, läuft gerade nicht so. Ein Sieg wäre jetzt noch schön. Oder beziehungsweise zwei Siege. Komm, da muss doch jetzt irgendwas kommen. Anifion, Legend-Spieler. Okay, Pionrei, das hasse ich doch auch immer. Schön, dass du jetzt schon einsetzt. Mir egal. Knirscher kommt, mir auch egal. Jetzt kann ich zwei hintereinander raushauen. Ja, jetzt habe ich die blöde Senkung gekriegt. Schade. Jetzt hau ich zwei hintereinander raus. Bei meinem Glück kriegt der die Senkung jetzt nicht, oder? Er fängt ab. Eklig. Kapukimo muss hier nur weg. Alles andere interessiert mich nicht. Wir schön einmal. Der Gegner hat bisher nur einen Knirscher ready, ne? Und er geht nur auf Surfer. Überleben wir einen Surfer. Ich hoffe es. Ja, überleben wir. Blinde. Och nee, Giratina noch, really? Ja, danke. Alexa, stopp. Ja, hat der Gegner schlau gemacht. Muss sich durchlassen. Ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Das ist vorbei. Ja, ich schilde lieber hier die Attacke als die andere. So, Aquarobitze. Ist mir egal, ich köder jetzt nur noch. Ja.
Oh, er hat Schemenkraft auch noch. In welcher Welt? In welcher Welt sind wir heute? Ja, da kann ich direkt auch auf Erdbeben gehen. Wird da jetzt eh schilden. Ja. Hätte er wahrscheinlich aber eh noch überlebt. Ach, das ist doch. Das ist doch wieder echt. So, John Silver Tent oder wie so, ja, schimpft. Okay, endlich mal eine richtig, richtig gute Führung. Schlaraffel, okay. Ja, aber die Stimme tut schon weh. Aber ich will hier einen Knirscher drauf haben. Um mir den Wechsel holen zu können. Togekiss brauchen wir nicht. Aber wir kriegen sogar einen Charme raus. Das ist sehr gut. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Ja, einen dürfen wir danach überleben. Immerhin kann man Togekiss gegen Schlaraffel gebrauchen. Aber auch nur, wenn Schlaraffel einen Knirscher gekriegt hat. Das war schon vernünftig. Hier gehen wir. Jetzt mal auf die Antikraft, ein bisschen Schaden drauf kriegen. Knirscher. Den Surfer müssen wir noch nicht schilden. Na, der Gegner schildert, perfekt. Ja, den kann ich durchlassen. Den dürften wir auf jeden Fall überleben. Gegner ist im Schildnachteil. Natürlich kommt ein Tauboss. Natürlich kommt Tauboss auch mit der Sofortattacke, ist klar. Immerhin kriege ich die Senkung. Er schildert, war auch klar. Komm, gib mir Sturzflug. Na toll. Aber ich habe zwei Schilde gegen Apokolyp. Werden die mir was bringen? Ich glaube nicht. Ich kriege da ein bisschen Schaden raus, aber. So schlecht getimt. Ich hasse es. Ja, das ist verloren. Ja. Oh, ich hätte schilden müssen. Ich hätte doch niemals mit Sturzflug gerechnet. Ja, das war ein total schlechtes Set. Oh, richtig ärgerlich. Richtig ärgerlich. Ja, wir gehen nochmal rein. Wir machen ja immer zwei Sets. Ah, Togekiss ist Tatsache nicht zu empfehlen. Weil es gibt im Moment zu wenig Kampf-Pokémon hinten. Kubarium ist auch echt wenig geworden. Ja, kannst du nicht hinten sein, du blödes Glurak. So, eine Sofortattacke mache ich und dann versuche ich auf Sumpex abzufangen. Rüber. Schade. Ja, das ist verloren. Wobei ist es nicht.
Ja, ich gebe mit mega viel Energie drauf, das ist mir egal. Ja. Und der wird mit Glurak gleich einsetzen wahrscheinlich. Hat der geschildert? Ernsthaft? Why? Warum? Das war jetzt richtig dumm von ihm. Ja, super. Kobayum noch hinten. Na komm, gib mir die verfluchte Steinkante. War klar. Ach komm. Fängt schon wieder so doof an. Na, brauche ich nicht zu schön. Glurak hat zu viel Energie. Hätte ich. Aquarium kriege ich noch weg. Oh, ich habe so gehofft, dass er mit Glurak reinkommt und ich einen Drachenklau abfangen kann. Ja, das hätte ja jetzt auch nicht schön müssen, aber okay. Okay. Ja, das Team läuft gerade überhaupt nicht. Da muss ich mir ein neues überlegen. Definitiv. Mr. Siu. Siu, Siu, Siu. Und wieder Glurak. Und diesmal werde ich drin bleiben, glaube ich. Ja, hau mir die Lurkanade um den Ohren. Nicht? Ja, trotzdem musst du schilden. Der Gegner muss jetzt schilden. Mal sehen, ob er den ersten schon schildert. Glaube ich zwar nicht, aber wenn doch, dann kann ich auch auf Matschbombe gehen. Ja, sehr schön. Oh, da ist jemand zu gierig. Leider reicht ein Charme nicht aus, ne? Geh hier rein. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, das nehme ich. Weil hier baue ich jetzt nochmal auf Aquabitze auf. Rüber. Und hier kannst du von mir aus mit Antikkraft kommen. Eine überlebe ich definitiv. Na, die würde ich gerne schilden. Wenn Glurak reinkommt, gleich die Antikraft. Hallo? Oh, komm. Oh, dann hätte ich mehr Energie gescheffelt.
Ja, könnte sich aber Erdbeben jetzt lohnen, ne? Genau, auf Erdbeben. Perfekt. Erste nicht schön. Geh auf lohe Gnade, das ist mir egal. Okay, den Kampf haben wir wenigstens gewonnen. Aber auch nur, weil kein Trombok hinten war. Oder sonst ein nerviges Ding. Giratina war echt gut. Lugar kann man jetzt noch weggehauen. Mal gucken. Was sonst noch so kommt. So, Gustav. Oder Gustav Liebex, wie auch immer. Ach komm. Diese Führung, ne? Ich will einen Knirscher drauf kriegen. Und drüber. Hoffentlich Steinhagel. Er wird ja jeden Konter jetzt gegen haben. Okay, Viridium ist okay. Viridium ist okay. Ja. Brauche ich nicht schilden, warum? Warum sollte ich schilden? Da gehe ich doch lieber hier jetzt rein. Leider wird er zwei Attacken schaffen, wahrscheinlich. Ja, Sanktoklinge ist, glaube ich, die schlechtere Attacke der beiden, die er gegen mich einsetzen kann. Fehlresistiert, flugresistiert. Okay. Jetzt wird es aber anders wild. Ich schilde sogar. Aber warum muss ein Flunschädling vorne sein? Ja, wohl nicht schön. Na, ja, Antikraft hätte ich noch wahrscheinlich überlebt. Und ein Steinhagel. Den schilde ich jetzt noch nicht. Genau. Aber ich verliere trotzdem auf jeden Fall. Ja. Also so viele Schilde kann ich jetzt gar nicht aufbringen gegen das Flunschlick. Na, Führung war echt beschissen hier. Da hatte ich keine Chance. Da hätte ich mir irgendwie Torgekiss aufheben müssen. Okay, ja, er wird es mit Giratina beenden. Ist klar. Zwei Schildeflex gebe ich ihm nicht. Flunschlickführung natürlich ultra schwierig zu umgehen. Ich hätte wahrscheinlich einfach Piandragi draufgehen lassen sollen. Weil mit Sumpex wäre ich da eh gegen angekommen. Ja, Togekiss hätte das Team hinten ziemlich zerstört.
Aber man kann ja nicht wissen, was der Gegner so spielt, ne? Das ist das Problem. Im Nachhinein kann man immer sagen, jupp, 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 jupp. Oh, Torgekiss wäre jetzt auch so gut. Ja, das wird eine Drachenklaue sein. Ich glaube nicht, dass der Gegner auf Nahkampf geht. Ja, Drachenklaue. Wir gehen immer fein auf Matschi-Matschi-Matsch-Bombe. Ja. Und jetzt kommt der Knirscher. Oder auch nicht. Aber wir haben ein Schild gezogen. Und wir gehen in Togekiss. Stahl hinten. Wir gehen jetzt hier rein. Oh, perfekt, das ist gewonnen. Das ist jetzt so gut wie gewonnen. Wir gehen ja direkt auf Erdbeben. Wirbler überstehen wir. Aquarobütze sollte jetzt reichen. Okay, das war gut, dass wir einfach nur Grandiaras platt gemacht haben. Ja, viel Spaß. Viel Spaß gegen Sumpex. Sumpex hat hintenrum das Team zerrissen. So, nächster Kampf. Oder doch der nächste Kampf? Wir werden sehen. Also, da sieht man es. Ein Pokémon kann theoretisch zwei Pokémon locker platt machen. Ihr habt Sumpex gesehen. Ja, okay, ich hatte natürlich zwei Schilder, aber trotzdem, Sumpex ist da durchgegangen wie Butter. Einmal Schilden hat gereicht. So, William. Hallo, William. Okay, das ist auch wieder eine angenehme Führung für mich. Okay, da brauche ich gar nicht überlegen. Hier brauche ich überhaupt nicht zu überlegen. Ah, hier geht ein Fenster, oder? Wir gehen immer auf Erdbeben. Bloß, er wird runterfahren. Er hier wird runterfahren. Ist ja auch nicht doof. Schade, dass Aquao bitte so wenig macht gegen Trombok. Aber ja. Ich muss hoffen, dass der Gegner irgendwie was Schwaches gegen Togekiss hinten hat. Wir gehen jetzt hier rein. Okay, er hat was Schwaches. Und er gibt auf. Perfekto. Er hat Tatsache was Schwaches gegen Togekiss. Ja, okay, es war zwar kein Kampf-Pokémon, es war ein halbes Kampf-Pokémon, aber ja, kann man machen. Aber ich werde erstmal Bye-bye Togekiss sagen.
Hat zwar seine Pokémon und was es schlagen kann, aber das war's auch schon. Na, Begeisterung ist nicht so da. So, wir gehen aber auf wieder 2706, was okay ist. Hauptsache über 2,7. Und für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.